Hallo Freunde, willkommen zurück zur allerersten Folge. Ihr seht es schon, War Thunder. Bevor sich einige Leute beschweren, ja, es ist momentan ein schwieriges Thema, so ein bisschen Krieg. Aber Leute, betrachtet das jetzt als geschichtliche, wie soll ich das sagen, Action-Geschichtsstunde, würde ich mal sagen. Ich interessiere mich wirklich dafür, für die Geschichte, ne? Deswegen nehmen wir auch hier gleich mal die Stuk 3. Ah, ne, also nicht als Kriegsverherrlichung wahrnehmen, keinesfalls, so viel auch schrecklich, was in der Ukraine passiert, ne? Aber das hier ist was völlig anderes, Freunde. Na, ich sehe es, wie gesagt, als Geschichtsstunde, wie es damals so gewesen ist. Nur zur Aufklärung. So, dann gucken wir doch mal, wo wir hier sind, ne? Wir sind hier in. Ja, jetzt habe ich nicht auf die Map geguckt. Läuft. Also, wir sind hier in der Stadt, ne? Ihr seht schon, die Karte ist relativ klein. Das bedeutet, wir sollten auch schon gleich auf die ersten Gegner hier treffen. Und da ich meine Stuk 3 genommen habe und nicht meine Stuk 3H. Sollte das eigentlich, ja, mal gucken, wie es wird. Ne, wie die Panzerung das aushält. So, gucken wir mal. Ach, da vorne ist ja schon einer. Anvisieren. Aua. Sehr schön. Upsala. Da hat er mich erwischt. Naja, nicht so schlimm. Boah, schöner Durchschlag. Mit einer Panzergranate 40 hat er mich da durchschlagen. Knechter. So. Nee, Stuk 42G ist das ja. So, nehmen wir die mal. Ja, sehr gut. So, nehmen wir die mal. Die spiele ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Ihr seht schon, wir haben etwas weniger Munition. Aber ungefähr die gleichen Munitionsarten. Ihr seht schon, ne, unterschiedliche Panzerstärken, unterschiedliche Munitionsarten. Das finde ich auch sehr gut gemacht bei War Thunder. Ne, dass es hier tatsächlich unterschiedliche Panzergranatentypen gibt, ne, und auch so viele verschiedene Arten. Jede Nation hat andere noch. Das ist auch cool gemacht. Und was ich dazu noch sagen kann, es gibt hier auch noch Flugzeuge in diesem Modus. Ne? Also das ist realistische Panzerschlacht und damit gehören auch Flugzeuge auch dazu. Schiffe jetzt nicht, ne, was auch noch hier spielbar ist, aber ich finde, da ist immer noch World of Warships, das Nonplusultra. Hier haben sie es ehrlich gesagt nicht so toll gemacht. Aber die Panzerschlachten haben sie sehr, sehr schön gemacht. Ich spiele nämlich hier in realistisch. Das bedeutet, ich kriege meine Gegner nicht angezeigt. Bedeutet, ich muss selber aufklären, selber gucken. Okay, wo sind meine Gegner? Deswegen auch ein bisschen vorsichtig fahren. Hier sehe ich schon, da wurde gerade einer zerstört. Oh, da haben wir einen Schuss abbekommen. Noch was wir hinten in Sicherheit. Der kam von da hinten. Gucken wir mal, dass wir den da hinten. Da wurde was getroffen. Gucken wir mal. Das fällt den da hinten. Ja. Sehe ich doch da hinten. Okay, gut, dann warst du das nicht. Das ist klar. Oh. Vorne, da hinten sehe ich doch was. Anvisieren. Und zack. Hui. Schöner Treffer. Komplette Besatzung rausgenommen und Munitionslager auch noch getroffen. Oh, was sehe ich da? Ist zu. Ah, komm. Jawoll! Das läuft doch. Normalerweise habe ich noch nie so viele Kills hintereinander gemacht in so einer kurzen Zeit vor der Saison. Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich sowas in kurzer Zeit hinkriege. So, ist hier noch was? Ey! Kollege! Ah, verfehlt. Mist. Ey! Sie schießt mich meine Kette. Kommt nicht gut. Ja, komm, schieß weiter auf die Panzerung. Wenn ich nachgeladen habe. Na gut, ziehe ich zurück. Gut, dann gucken wir mal, dass wir dich von der Seite. Ah, okay, gut. Ist doch keiner. Ich dachte, das wäre einer. Oh. Da haben sie unser Geschütz erwischt. Das können wir zum Glück reparieren. Dann müssen wir uns hier noch irgendwie in Deckung begeben. Ja, nicht so weit raus. Nicht, dass sie uns da von hinten wieder angreifen. So, dann reparieren wir das mal. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Wir sind hier relativ unsicher. Aber wir haben jetzt zum Glück von den Teamkameraden hinten Deckung. Ah, der drückt da jetzt durch und wird wahrscheinlich den von hinten attackieren. Ah, von da oben. Da oben ist auch noch einer. Okay. Ja, dann müssen wir uns gleich mal um den als erstes kümmern, bevor wir die da hinten angreifen. Wichtig. Das ist natürlich wichtig. Oh, wir bekommen Reparaturhilfe. Sehr schön. Das sind die Kameradschaft, Freunde. Das ist nämlich auch gut. In dem Spiel. So, einmal nachladen komplett. Er fährt vor. Ah, nicht, dass er gleich da in das Jagdgeschütz da reingefährt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ah, okay, gut. Hat er als erstes.
Ey, weg da. Ah, komm, zerstören. Schön zerstört. So, gucken wir doch mal. Ob wir hier nicht irgendwie den Weg abschneiden können. Aber ich habe da hinten, glaube ich, einen Gegner gesehen. Gucken wir mal. Nee, okay, der ist auch schon zerstört. Aber da hinten sehe ich einen. Den fangen wir gleich mal hier gebührend, wenn er hier um die Ecke kommt. Wenn er um die Ecke kommt. Okay, er kommt nicht. Aber wir bekommen Artilleriefeuer. Und er greift anscheinend einen an. Und das schützen wir doch gerne. So. Kette gerissen. Ist ja schon mal langsamer. Ja, ja. Trifft mich ruhig von vorne. Kein Problem. Oh, scheiße, ich brenne. Hinter mir ist auch noch einer. So, gib das mal raus. Und ich bin handlungsunfähig. Toll. Feuer ist zwar gelöscht, aber ich bin handlungsunfähig. Mal gucken, wie lange die noch brauchen, um mich zu zerstören. Ja, kommt, Leute. Repariert schneller die Kette. Wenn ich nicht umdrehen kann. Kommt schon. 30 Sekunden noch. Oh nein, der Motor wurde ausgeschaltet und da bin ich tot. Schade. Aber was ich auch gut finde, dass sie manchmal diese Wiederholungen haben. Ja, wie man getroffen wurde. Hilft manchmal weiter. So. Nehmen wir den Panzer 3J mal. Auch eine schöne Variante. Wusste gar nicht, dass Deutschland übrigens so viele Panzervarianten von den Panzer 3 hatte. Das ist mir nämlich erst in diesem Spiel aufgefallen. Ich habe zwar den Panzer 3 schon mal in live gesehen, aber nur den normalen Panzer 3. Dass es so viele verschiedene Varianten davon gibt, das wusste ich auch nicht. Gut, kann auch eine Eigenschaft des Spiels sein, aber, ne? Und ihr seht schon, wir haben auch hier wieder andere Munitionstypen. Ja, wir haben hier einmal eine Sprenggranate und einmal eine Panzergranate 39, wenn ich das richtig sehe. Und keine Panzergranate 40. Gut, die Panzergranate 40 bin ich nicht so stark von überzeugt, deswegen nehme ich die Panzergranate 39 lieber. Die hat einen deutlich höheren Durchschlag wie die 40er. Gucken wir mal. Da sehe ich doch was. Okay, der fährt weg. Jetzt gehen wir Risiko und fahren mal hinterher. Gucken wir aber erstmal, dass das hier alles safe ist. Jawohl. Ja, da ist alles safe. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier. Da kommt noch einer. Kritischer Treffer, schade. Ladeschütze ausgeschaltet wahrscheinlich. Da sind beide. Guck mal, ob ich sie beide ausgeschaltet kriege. So. Jawoll. Nummer 1. Oh, schön. Schön die ganze Besatzung ausgeschaltet. Ey. So, und jetzt den anderen. Motor getroffen. Sehr schön. Jetzt hinten draufziehen. Schön aufs Deck. Jawoll. Sehr schön. Oh, ich werde von hinten attackiert. Hilfe. Auch legen. Auflegen, komm schon. Schaffen. Hinter dem Panther. Los. Da ist er ja. Na, komm her. Dich nehme ich raus. Hallo. Fast die gesamte Besatzung ausgeschaltet. Mies. So. Okay, gut. Es dauert mir zu lange. So. Ziel zerstört. Boah, das läuft doch richtig gut, Freunde. So viele Kids habe ich noch nie gehabt in einer Runde. Oh, da kommt der nächste schon um die Ecke. Jawoll. So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier mal A einnehmen. Deswegen ein bisschen Nebel setzen. Nicht, dass wir sofort angegriffen werden wieder. Das ist wichtig nämlich. Unser Team liegt nämlich etwas zurück. Oh, da kam gerade was. Von der linken Seite. Warten wir ab, bis der Nebel weg ist. Oh oh. Scheiße. Boah. Die waren gut gespielt von ihm. Die waren gut gemacht. Genau auf den Nebel gezielt. So. Sehr schön.
mal zu. Übrigens, ich spiele auf das Ganze auf der PlayStation 4. Also nicht wundern, dass da ein Cursor zu sehen ist. Ja, auf der PlayStation 4. Das ist eigentlich ein Computerspiel. Und, ne, mit Maussteuerung ist das Ganze. Deswegen sind jetzt sehr viele Tasten auch unbelegt. Ne? Man hat nicht so viele Tasten auf dem Controller wie auf der Tastatur. Deswegen wundert euch nicht, dass da ein Cursor zu sehen ist. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es hat so ein bisschen mehr Agilität, muss ich sagen, wie bei World of Tanks. So, wir haben jetzt den Panzer 4, also die beste Variante eigentlich von dem Panzer 3, was ein bisschen geschütztechnisch angeht. Aber unser Geschoss hat nicht so viel Durchschlagskraft, ne, weil das eine andere Panzergranate 39 ist, die etwas weniger Hitze entwickelt, wahrscheinlich. Ich kann es auch nicht so genau sagen, warum wir unterschiedlich haben. Wahrscheinlich auch am niedrigsten Geschütz. So. Nehmen wir zu, dass wir hier wieder A einnehmen. So. Anvisieren. Zack, kritischer Treffer, sehr schön. Schönes Getriebe erwischt. Und das nächste. Schön. So, gucken wir mal. Dass wir irgendwie hinterkommen. Hier ist ja nichts zu sehen. Da oben ist einer. Wir müssen schnell in Deckung. Der kann uns nicht treffen. Aua. Oh nein. Unser Geschütz wurde ausgeschaltet von uns selber. Nein. Nein. So ein Mist. Oh, und von vorne auch noch. Schnell weg hier. Das geht nach hinten los, Freunde. Oh oh. Nein, 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 nein. Motorausfall. Scheiße. Munition getroffen, aber schöne Feuerfontäne. Ah, ja, da ist der Munitionstreffer gewesen. Sonst hätte unser Panzer es überlebt. Dann hätten sie die Munition nicht getroffen, aber naja. Wir haben noch den Flakpanzer. So. Gucken wir mal. Oh, da bietet sich gleich einer an. Ja, da der. Komm schon, anvisieren. Oh, komm. Schwierig. Ihr seht schon vorne, wir haben auch hier keinerlei Zielhilfen. Ne? Boah. Komm, eigentlich aus meinen Augen gut, ne? Oh, oh, der will uns anfliegen. Ah, zum Glück hat er nicht richtig abgetroffen. Oder abgeworfen, alles. Nee, ich habe hier gerade selber was zu tun. Ah. Mal gucken, ob wir ihn runtergeschossen kriegen. Den dahinter. Wenn ich den jetzt treffe, Freunde, dann gebe ich einen raus. Ja, doch nicht. Oh! Puh. Was war das denn jetzt? Okay, gut. Hätten wir das geklärt. Ja, einfach mal blind versenkt das Ding. Ich hätte gerne die Wiederholung gesehen, aber naja. So. Noch irgendwelche Jäger hier oben? Nee. Leider nicht. Aber ich finde es auch cool gemacht, wie die da die Hände und alles bewegen, dass man das so wunderschön sehen kann, ne? Haben sie gut gemacht. Sehr gut gemacht sogar. Es war, ist nicht von Wargaming das Spiel, ist von einer anderen Firma. Haben sie auch sehr gut umgesetzt alles, ne? Also. Ja. Macht schon Spaß, das Spiel zu spielen. Allerdings sind realistisch ärgert man sich manchmal, woher man beschossen wird. Ne, man sieht ja die Gegner gar nicht, außer man sieht sie selber. Klingt jetzt verwirrend, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, kam ein Schuss aus der Ecke, wenn ich das richtig gekriegt habe. Nein, das ist keiner. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich einen Panzer vor die Arme laufen. Ach, guck mal. Jo. Die Russen haben da drüben Spaß. Sing! Er läuft doch bei denen. So, da kommt auch nichts. Ich höre da was. Nee, das ist unser. Luftraumcheck. Sieht gut aus. So. Uiuiui, Stück auf auch noch. Oh, da helfen wir mal unseren Kollegen aus der Patsche. Versuchen wir mal hier rum zu fahren. Oh oh. Fahren wir einen Panzer vor die Füße. Oh oh.
Das wird nichts. Wir müssen versuchen, irgendwie das Kanonenrohr zu treffen. Ja. Naja. Hat wahrscheinlich nur den Fahrer getroffen. Den Schützen. Ja. Und dann ist man schon tot. Schade. Naja. Schade Schokolade, Freunde. Gucken wir noch mal ein bisschen hier zu. Oha. Der Kollege wurde... Oh, der ist stoppt. Der ist in der Luft. Ist noch relativ ausgeglichen. Noch, Freunde. Heißt nichts. Na komm. Ja, daraus hat er sehr viel Spaß, wa? Diese Steuerung. Habe ich mich noch gar nicht dran gewöhnt. Sehr schwammig alles. Wie nervt mich der Mauscursor da? Ich bin es nicht gewohnt, so einen Cursor da zu haben. So, gehen wir mal zurück zum Flugzeug. Oh, unten sehe ich doch was. Schade. Oh, da ist einer hinter ihm. Boah, so einen Luftkampf können wir gar nicht bestreiten, wenn wir nicht nach hinten gucken können. Und da haben wir verloren. Naja. Da haben wir wohl verloren, Freunde. Da ist er gestorben. Nicht so schlimm. Aber ich hoffe, euch hat War Thunder so ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen öfter bringen kann. Dass sich das lohnt. Oh, wir sind Zweiter geworden. Auch mal Premiere. Na also, Freunde. Würde mich freuen, wenn das Projekt euch gefällt. Dann würde ich sowas öfter spielen. Und würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Reingehauen. Und ciao, ciao.